Ja, super. Schon wieder eine zwanghafte. Das geht nicht gut. Wir müssen Timo wenigstens in ein anderes Zimmer verlegen. Muss ich. Haben Sie Schiss? Weil die anderen nicht wollten, dass ich herkomme. Der kommt aus der Geschlossenen. Krasser Typ, oder? Ich verlasse mich darauf, dass du keinen Unsinn machst. Wir fünf, wir werden über Weihnachten zusammen hier sein. Das ist eine spezielle Situation. Spürt ihr es nicht? Wie euer Inneres sich öffnet und ihr bereit werdet zu sprechen. Was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr über Weihnachten nachdenkt? Scheißgeschenke. Was ist denn gut? Druck. Ich komme einfach nächstes Jahr zu euch. Muss das hier wieder schwer machen, ja? Mega Druck. Wenn ihr mich nicht mitnehmt, du ziehst das jetzt durch hier. Weihnachten scheiße, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich fand Weihnachten als Kind eigentlich ganz schön. Mein Weihnachtsgeschenk für dich. Sie haben den Alkohol, das ist mein Geschenkkorb. Ich frage die vier jetzt, wer das war. Die machen einen Spaziergang. Allein? Naja, zu viert. Sie haben Timo mit Fiete allein gelassen. Ich fühle eigentlich nichts. Du bist so ein Opfer, du musst dich wehren. Ja, Du darfst! Du darfst nicht! Dr. Wolf macht hier Wasserbild. Der Junge ist ja nicht tragbar mit seinen Gewaltausbrüchen. Wie sollen traumatisierte Jugendliche schon angemessen reagieren? Wo sind wir denn hier? Wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht. Mit einem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Tada! Ein Weihnachtspimmel. Für den Baum. Kannst du nicht einfach mal die Fresse halten? Nein, kann ich nicht.